Beispiele. Sagen wir einfach 4 Beispiele. Womit ich Folgendes sagen will, ich möchte Ihnen mal aus wirklichen Anwendungen Beispiele zeigen für Probleme, die nicht entscheidbar sind oder sehr wahrscheinlich nicht entscheidbar sind. Also wir haben jetzt ja Beispiele gesehen, wie das Halteproblem, die extra konstruiert wurden von Theoretikern, um zu zeigen, dass es Dinge gibt, die nicht entscheidbar sind. Ich würde Ihnen gerne 4 Beispiele zeigen. Die ersten beiden sind welche, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie sehr wahrscheinlich nicht entscheidbar sind. Das weiß man aber noch nicht genau. Und die zweiten, also das dritte und vierte Beispiel, sind welche, von denen man schon weiß, dass sie nicht entscheidbar sind, obwohl man sie sehr gut beschreiben kann und sie auch tatsächlich Anwendungen haben. Fangen wir also mal mit den beiden an, wo die Frage noch offen ist. Das erste Beispiel ist das, was wir schon mal in der Mathematik gesehen haben, die sogenannte Kollatz-Folge. Das war diese ganz simple Geschichte, wo Sie irgendeine Zahl nehmen und dann immer die nächste Zahl nach folgender Regel berechnen. Wenn der Vorgänger gerade war, dann halbieren Sie das einfach. Und ansonsten nehmen Sie diese Zahl mal 3 und addieren 1 dazu. Beispiel, Sie fangen an mit der Zahl 10. Die Zahl ist gerade, also wird sie halbiert, dann kommt 5 raus. Diese Zahl ist ungerade, also wird sie nicht halbiert, sondern sie wird mit 3 multipliziert und 1 dazugezählt, also kommt 16 raus. Die Zahl ist gerade, da kommt 8 raus, die ist gerade, da kommt 4 raus, die ist gerade, da kommt 2 raus, die ist gerade, da kommt 1 raus. Diese Zahl ist ungerade, darum 3 mal diese Zahl plus 1 ist 4. Und jetzt sehen Sie, 4 hatte ich ja schon mal, also muss es jetzt hier weitergehen. Das heißt, an dieser Stelle läuft das Ding in eine Schleife rein und wiederholt immer nur 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Wenn Sie sich noch entsinnen, in Mathe, wir haben das mit allen möglichen Zahlen ausprobiert und haben festgestellt, was immer Sie ausprobieren, es läuft immer in 4, 2, 1 rein. Allerdings kann das mal recht fix gehen und mal länger dauern. Wir haben ja inzwischen so eine tolle Programmiersprache. Und ich habe Ihnen genau dieses Programm, was wir uns eben angeschaut haben, hier mal geschrieben. Das ist genau das, was hier steht. Also wenn die Zahl gerade ist, durch 2 teilen, wenn sie ungerade ist und so weiter. Und als Start bekommt das Programm den Startwert. Das wäre jetzt bei meinem Beispiel, was ich Ihnen vorgerechnet habe, die 10. Und nebenbei hat es noch einen Zähler, der heißt C. Der zählt einfach, nach wie vielen Schritten das Programm aufhört. Nämlich, wenn es bei der Zahl 1 angekommen ist. Das haben wir eben ja gesehen, wenn es bei der 1 angekommen ist, dann kommt es garantiert in der Endlosschleife und es passiert nichts mehr. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die 10 eingebe, so wie eben, erstmal parsen, und jetzt gebe ich hier die 10 ein, dann kommt als Ergebnis raus, nach 6 Schritten ist vorbei. Wir gucken nochmal, damit ist gemeint 1, 2, 3, also hier, 1 Schritt, 2 Schritte, 3, 4, 5, 6. Nach 6 Schritten sind wir bei der 1 angelangt. Und wenn ich jetzt eine andere Zahl eingebe, zum Beispiel, nehmen wir gleich mal was Größeres, 103, dann ist es nach 87 Schritten Schluss. Da habe ich sogar mal eben eine getroffen, bei der es relativ lange dauert. Das dauert häufig gar nicht so lange. Bei 102 dauert es zum Beispiel nur 25 Schritte. Besonders schnell geht es, wenn ich Zweierpotenzen nehme, weil die ja immer nur durch 2 geteilt werden. Wenn ich 128 nehme, sind es nur 7 Schritte. Dann habe ich 64, 32 und so weiter. Jetzt könnte ich mich fragen, ist dieses Programm eins, was bei jeder Eingabe anhält? Das wäre eine Frage für das Halteproblem. Also gehen wir davon aus, dass Platz und Zeit kein Problem sind. Ist es egal, welche Zahl ich eingebe, hört dieses Programm immer auf und gibt mir an, wie viele Schritte es gebraucht hat? Oder könnte das nicht auch in eine Endlosschleife geraten? Denn das ist ja möglich, wenn ich nie zu der 1 komme. Nee, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, das Halteproblem, das ist ja gerade der Witz, das ist ja gerade, worüber wir die ganze Zeit reden. Das Halteproblem müsste dieses Programm sich anschauen und sagen können, das hält bei jeder Eingabe an, ohne dass ich die alle ausprobieren muss. Das wäre ja gerade der Witz, wenn es das Halteproblem gäbe. Ja? Und bei bestimmten anderen Programmen können Sie das. Es gibt ganz viele Dinge, da müssen Sie nicht alle Eingaben durchlaufen lassen, da können Sie sofort sehen, klar hält das immer an. Ne? Ja, aber bei dem ist es ja nicht geklärt.
Genau. Der Witz ist, dass es bei diesem Ding bisher mathematisch keine Antwort darauf gibt. Also man weiß es einfach nicht. Die Vermutung ist, weil man schon so viele Zahlen durchprobiert hat, dass das wohl immer aufhören wird. Aber die Realität ist, keiner weiß es. Es könnte sein, dass irgendwann mal eine riesengroße Zahl kommt mit Millionen Stellen, die, wenn man sie hier einfüttert, dafür sorgt, dass das doch in irgendeine Endlosschleife kommt. Also das ist ein Ding, bei dem man noch nicht beweisen konnte, ob das nie aufhört, ob das immer aufhört, aber es ist sehr nah dran. Also eigentlich vermuten alle Leute, die sich mit sowas beschäftigen, dass dieses Ding wahrscheinlich immer aufhört. Aber wo ist der Beweis dafür? Es gibt keinen bisher.